So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu einer Runde Brukato. Ja, wir gehen in der neuen Woche in einen neuen Charakter rein. Letztes Mal hatten wir den Sprinter. Der danach kommt, ist leider bei mir noch nicht freigeschaltet, weil man dafür 3000 Materialien auf einmal bei sich führen muss. Und das habe ich bisher bei keinem Charakter hingekriegt, selbst beim Sparfuchs nicht. Deswegen überspringen wir den einmal kurz und machen den, wenn wir den freigeschaltet haben, nachholen. Heute spielen wir den Ingenieur. Der Ingenieur hat plus 10 Technik. Der Technikmodifikator wird um 25% erhöht. Man beginnt mit einem Schraubenschlüssel und Konstruktionen spawnen nahe beieinander. Allerdings ist der Schadensmodifikator um 50% verringert. Das heißt, Schaden-Dinger aufzusammeln bringt uns wenig, aber Technik, auf jeden Fall die Technik ist wichtig. Und wir starten ja schon mit einem Schraubenschlüssel, deswegen würde ich sagen, nehmen wir noch einen Schraubenzieher mit dazu. Ne? Endlos-Modus ist aus. Dings. Und wir holen uns jetzt erstmal hier die ersten Pünktchen, damit wir hier da gleich uns ein bisschen die Technik. Oh, schön. Gleich schon eine Kiste ist schön. Gleich schon eine Kiste ist doch toll. Elementar. Nee, das nimmt Ausweichen weg. Wir nehmen Max Leben plus. Die beiden Werkzeuge, mehr Bäume spawnen auf jeden Fall. Let's go. Ne? So habe ich schon mal 2 Geschütze und 2 Minen. Oh, noch eine Kiste. Hab ich ja ein Glück heute. So. Fehlinkommen-Reichweite, nö. Technik nehmen wir mit. Und ein Geschütz. Yay. Das Ding nehmen wir auch gleich mit. In der nächsten Runde. So, wir haben schon 3 Geschütze jetzt. Kriegen gleich durch den nächsten Schraubenschlüssel auch nochmal ein weiteres Geschütz. Und das Geile ist, bei Stufe 1 Schraubenschlüssel sind es diese, die nur leichte Projektile schießen. Bei Stufe 2 sind es, glaube ich, die die Flammendinger. Bei Stufe 3 sind es, glaube ich, sogar schon Lasergeschütze. So, wir nehmen Ausweichen mit, wir nehmen Technik mit, wir nehmen den Schraubenschlüssel mit. Ja, genau. Holzfällerhelm, Schraubenzieher verbessert unseren Schraubenzieher an sich und jetzt statt 12 9 Dings. 9 Sekunden nur bis zu einem Respawn von der Mine. Jetzt bräuchte ich eigentlich auch unbedingt noch das Ding, was Geschütze spawnt, wenn wir Bäume zerstören. Das wäre noch was. Lebensabzug nehmen wir mit. Na, hier. Let's go. Nochmal eine bessere Schraubenzieher. Nochmal einen besseren Schraubenzieher. Und hier haben wir noch was für Technik-Dings. Ja, doch, Max Leben nehmen wir da auch mit. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Schraubenzieher auf Stufe 2. Jetzt brauchen wir die Schraubenschlüssel auch noch auf Stufe 2 und 3 und so weiter. Na, damit wir das alles schön voll, so eine kleine Reihe an Geschützen ist auch gut.
So, wollen wir mal. Die Kiste. Oh, minus 2 Ernte habe ich. Verwerten. Nehmen wir da ausweichen mit. Dann nehmen wir dich mit. Ja, da haben wir es doch. Auf jeden Fall schon mal, ne? Da, jetzt sieht man's. Wir haben jetzt die Flammen. Also die Flammenwerfer Geschütze. Was auch gut ist, weil die machen natürlich auch Elementarschaden und das kann sich auf andere übersetzen. Unsere Spielweise ist, nahe bei den Geschützen zu bleiben. Geschütze helfen uns extremst, den ganzen Schaden rauszuzimmern. So, das brauchen wir nicht. Obwohl, den hätte ich gebrauchen können. Naja. Nahkampfschaden nehmen wir noch ein bisschen mit. Noch ein geschützt. Dings. Das Ding nehmen wir mit. Das Ding können wir auch mitnehmen. Heal-Turret wäre noch ganz hilfreich. Dass wir, dass sie, ne, so ein Heilturm. Oh, den da unten würde ich haben. Gewehr. Regeneration. Abzug. Dann nehmen wir den noch. Verbessern wir. Das nehmen wir. Na, Geschütz nehmen wir auf jeden Fall. Bei einem kritischen Treffer einen Schutz von 33% ein Material. Kann man so nebenbei mal mitnehmen. Das Ding nehmen wir mit. Den da brauche ich auf jeden Fall. Zum Heilen, wenn ich mal Materialien aufnehme. Falls ich dann doch Schaden kriege, dass ich wenigstens hier die beim Material aufsammeln noch ein bisschen gegenheilen könnte. Verwerten. Technik ist, der bringt mir leider nichts mehr, weil ich habe ja schon Dings. Vielleicht. Der bringt mir auch nichts mehr. Ah, nee, komm.
2 brauchen wir nicht, tatsächlich doch nicht. Hier ist Technik noch mit bei. Tempo müssen wir wieder hochsetzen. Fällt mir gerade auf. Greift zu langsam an. Greift eindeutig zu langsam an. Das Tempo muss wieder hoch. Angriffstempo muss auf jeden Fall hoch. Ausweichen. Angriffstempo, guck mal, da haben wir Angriffstempo. So. Reichweite, Angriffstempo, das Ding. Ah, komm, das können wir auch mitnehmen. Das Ding werden wir brauchen. Das Ding. Noch einiges angesammelt. Ja, komm, hier die Crits mal erhöhen. Ja, da haben wir es. Beim Töten eines Baums erscheint ein Geschütz. Das wollte ich haben. Das Ding nehmen wir mit, das Ding nehmen wir mit. Why not? Ne, why not? Das Ding auf jeden Fall. Günstiger, günstigere Dings ist immer gut. Günstigere Schuss. Turret-Armee wird wächst und wächst mit jedem Baum, der fällt. So. Noch ein Feuer-Turret. Na bitte, geht doch. Noch mehr Technik auf jeden Fall. Das. Ja, Ernte wieder mal ein bisschen ausgleichen. Einen Dreier-Schraubenschlüssel. Nice, der macht diese Laserkugeln, diese Durchschlagskugeln. Das ist richtig hilfreich. Das Ding nehmen wir noch mit und let's go. Thank you.
alle nicht an meine Turrets vorbei. Das schafft es alle nicht an meine Turrets vorbei. So, wir machen mehr Technik. So, die kombiniere ich, damit ich den holen kann. Dann habe ich zwei Stufe Dreier. So. Rüstung, Rüstung kann ich schaden. Okay, oh, hebt den erlittenen Schaden von einem Treffer pro Welle auf. Das ist gut. Ja, nehmen wir ein bisschen Ernteausgleich, damit wir da haben. Das. Den da nehmen wir mit. Let's go. Rüstung und Technik. Noch mehr besseren Schraubenzieher. Yay. Und Werkzeugkasten nehmen wir mit für mehr Technik. Oh, ein Lasergeschütz. Ein Stufe 3 Geschütz. Das nehmen wir gleich auch in der nächsten Runde mit. Genauso wie den da. Den Schraubenzieher. Schraubenschlüssel. So. Alles klar. Zwei
Wäsche anzuhängen. Auf jeden Fall können wir das mitnehmen. Max Leben nehmen wir mit. Heil Turret, da haben wir es. Knockback, auch gut. So, jetzt haben wir die Lasergeschütze. Die guten Lasergeschütze, die durchdringenden Lasergeschütze. Nicht so in den Gegnern spielen kann. Halleluja. Ich darf nicht so in den Gegnern. Oh. Mehr Leben auf jeden Fall. Angriffstempo und Reichweite. Ja, nehmen wir mit. Einmal kostenlos rewollen, auf jeden Fall. Noch nicht viel gebracht. Plus Nikro Elementarschaden. Das Ding können wir gebrauchen. Ja. Ja. Männerkampfschaden, glaube ich, werde ich brauchen. Das Ding. Das. Das Ding. Knockback nehmen wir mit. Critical nehmen wir dann gleich mit. So. Kisten noch mit aufgesammelt, das ist doch schon mal cool. So. Angriffstempo. Na nee. Mehr Leben. Rückstoß, mehr Leben und Dings. Ein Geschütz, let's go. Ja,
weit weg vom Netzwerk. Merke ich gerade. Gerade das Heilfeld. Rettet mir, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen den Hintern. Nein. Weniger Kosten auf jeden Fall. Mehr Schaden, damit wir bei Schaden wenigstens schon mal wieder ein bisschen höher gehen. Den da brauchen wir. Den da nehme ich mit, den da nehme ich mit. Ach scheiße, letzte Welle. Gar nicht gesehen, naja, okay. Dann versuchen wir es halt in unseren Turret Power, unserer kleinen Turret Power hier, soweit es geht, fertig zu machen. Ja, die Turrets sind ja eigentlich die größte Arbeit hier machen. Hier platt machen. Lass dich platt machen. Komm schon. Ein Stück nur noch. Kleines Stück nur noch. Ja! Wir haben den Ingenieur geschafft. Wir haben es geschafft. So, das war mein Ingenieur-Durchlauf. Wir hatten Schraubenzieher 2, Schraubenschlüssel 3, nochmal Schraubenschlüssel 3, Schraubenzieher 2, Schraubenzieher 3 und Schraubenschlüssel 3. Also dreimal Schraubenschlüssel 3, zweimal Schraubenzieher 2 und einmal Schraubenzieher 3. Ne, mit diesen Items hier und ja, diesen Werten. Ne? Und da es mein erster Run war, den mit dem hier auf 20 durchzuschauen, haben wir den Roboterarm freigeschaltet. Was Rüstung plus gibt, Technik plus gibt, aber minus LP-Regeneration und LP-Lebensabzug. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge, wenn es denn mit dem nächsten Charakter weitergeht, hier rein. Das war's mit dem Ingenieur. Tschüss, ciao. Euer Livers.